Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Jan und mein Amateurfunk-Rufzeichen ist Delta Oscar 1 Juliet Papa Lima. In dem heutigen Video seht ihr die Fortsetzung bzw. das Update zu einem meiner letzten Videos. Und zwar geht es dort um die Full-Size-Vertikalantenne für das 15-Meter-Band. Wer das Video nicht gesehen haben sollte, ich werde das in der Infokarte entsprechend verlinken. Zuvor möchte ich allerdings noch die Gelegenheit nutzen und Dietmar aus Norderstedt danken und grüßen. Er hat mir ein Buch geschickt, und zwar die Bibel. Und zwar die Bibel der Funkamateure. Und zwar Rothammels Antennenbuch in der neuesten 13. Auflage. Dietmar, dafür an der Stelle nochmal vielen Dank und jetzt geht's los mit dem Video. Ihr hattet mir eine Reihe von Vorschlägen in die Kommentare geschrieben. Dafür an der Stelle erst einmal vielen Dank. Und wir fangen direkt an mit dem ersten Vorschlag von Michael. Michael hatte vorgeschlagen, einmal eine Multi-SWR-Messung zu machen. Und das machen wir jetzt. Jetzt muss ich mal eben gucken. Multi-SWR, da ist es. Genau. Und da sehen wir, dass wir nirgendwo so richtig ein super SWR haben. Also das SWR von der Antenne muss irgendwo so dazwischen liegen. Aber es liegt ja auch daran, dass sie zu hochohmig ist. Also von daher super wird es nirgends sein. Also das der Vollständigkeit halber zur ersten Anmerkung oder ersten Frage von Michael. Hier mal eine Multi-SWR-Messung auf insgesamt 5 verschiedenen Bändern. Hier seht ihr jetzt die Einspeisung der Antenne. Und zwar habe ich, wie ihr hier vielleicht sehen könnt, die Radials wieder eingekürzt auf eine Länge von 8,40 Meter. Die waren ja zeitweise mal über 13 Meter lang. Ich habe sie jetzt nochmal eingekürzt auf 8,40 Meter, wie gesagt. 4 Radials sind es mit einer Länge von 8,40 Meter. Und dann habe ich zusätzlich noch hier ein Kupferrohr in die Erde geschlagen. Das Rohr hat eine Gesamtlänge von 1 Meter, ist jetzt ungefähr 80 cm in der Erde und das Ganze soll nochmal zusätzlich als Masse dienen. Wie von vielen Zuschauern geschrieben, habe ich natürlich auch den Strahler eingekürzt. Dieser hatte ursprünglich eine Länge von 14,11 Meter. Ich habe ihn jetzt um rund 3,50 Meter eingekürzt auf eine Gesamtlänge von rund 10,60 Meter. Das seht ihr hier. Hier seht ihr jetzt eine erste SWR-Messung nach dem Umbau oder den Umbauten. Ja, immer noch ein SWR von 1 zu 7,4, eine Impedanz von rund 42 Ohm. Also es passt immer noch nicht irgendwie so wirklich. Normalerweise sollte ja jetzt soweit alles passen. Ja, tut es aber nicht. Ich mache jetzt mal eine Messung direkt am Anfang des 15-Meter-Bandes. Hier jetzt direkt eine Messung zu Beginn des 15-Meter-Bandes bei 21 MHz, ein SWR von 1 zu 6,8, also ist ein klein wenig besser geworden, aber die Impedanz ist runtergegangen auf rund 32 Ohm. Die Resonanzfrequenz sollte ja eigentlich von der Vertikalantenne 21,250 MHz sein, aber naja, auch hier, wie gesagt, passt es nicht. Hier seht ihr jetzt noch einmal meine selbstgebaute Mantelwellensperre. In dem letzten Video hatte ich euch ja ein Foto eingeblendet von einer ähnlichen Mantelwellensperre, die ich mal für eine andere Antenne gebaut habe. Hier seht ihr sie nochmal und ich habe mir das Ganze jetzt nochmal angeschaut, um zu schauen, ob da vielleicht irgendwo was verkehrt verkabelt, verdrahtet ist oder ob vielleicht Wasser eingedrungen ist oder, aber nichts von all dem ist der Fall. Also das sollte eigentlich kein Problem darstellen.
Wie ihr hier sehen könnt, habe ich jetzt die Einspeisung der Antenne noch mal ein wenig verändert. Und zwar habe ich die Einspeisung etwas höher gesetzt. Das hat den Hintergrund, dass hier dieser Pfahl von einem ehemaligen Gartenzaun stammt und der natürlich aus Eisen ist. Von daher, ja, ist das leitendes Material. Und ich habe da jetzt vermutet, dass das eine störende Beeinflussung ist. Wie gesagt, ich habe jetzt die Einspeisung noch mal etwas höher gesetzt. Die ist jetzt vom Boden ungefähr in, ja, auf wie viel ist das? 1,10 Meter, 1,20 Meter Höhe die Einspeisung. Und ja, jetzt machen wir noch mal eine SWR-Messung und gucken, was dabei rauskommt. Also, das niedrigste SWR habe ich jetzt bei 20,250 MHz mit einer Impedanz von rund 60 Ohm. Ein SWR von 1 zu 1,6, nicht berauschend, allerdings ja, 1 MHz zu niedrig. Joa, das ist natürlich nicht gut. Last but not least hier jetzt eine SWR-Messung bei 21,250 MHz, ein SWR von 1 zu 3,5 und eine Impedanz von rund 86 Ohm. Es ist besser geworden, aber immer noch nicht da, wo es sein soll. Ja, wenn ihr eine Idee habt, warum, wieso und weshalb, dann ja, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Hier seht ihr jetzt noch einmal eine SWR-Messung direkt bei mir im Check. Bei 21 MHz ein SWR von 1 zu 2,8, eine Impedanz von rund 57 Ohm. Ja, und man sieht auch hier wieder, das Koaxkabel hat auch einen gewissen Einfluss auf die Resonanz, aber nichtsdestotrotz ist es nicht so, wie es sein soll. Ich werde jetzt nochmal eine Messung für euch machen bei 21,250 MHz. So, hier sind wir jetzt bei 21,250 MHz, ein SWR von 1 zu 2,9 und eine Impedanz von rund, ja, 94 Ohm. Also man sieht, Idealwerte weit verfehlt, warum auch immer. Nichtsdestotrotz, das Koaxkabel hat einen gewissen Einfluss und ja, das ist jetzt eindeutig die Länge des Koaxkabels, was jetzt hier zu den unterschiedlichen Messergebnissen führt. Ja, das soll es für heute mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten abonniert gerne den Kanal, dann verpasst ihr hier kein neues Video mehr. Bis dahin, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne im Shop vorbeischauen. Dort werden auch immer von Zeit zu Zeit neue Artikel von mir eingestellt. Und an der Stelle sage ich dann DO1JPL, wieder offen Clio und QRT.